Ihr habt lange darauf gewartet und jetzt verraten wir es euch. So teuer war unser erstes Jahr Vollzeit-Vanlife auf den Cent genau. Disclaimer vorweg, es geht auch viel günstiger. Im ersten Jahr Vanlife waren wir echt viel unterwegs. Wir sind erstmal direkt in den Süden gefahren, bis auf die Kanaren hoch, von dort in die UK sogar bis nach Schottland und dann nach Norwegen und wieder zurück in den Süden bis nach Marokko. Insgesamt waren das 16 Länder und am Anfang unserer Vanreise haben wir noch 1 Euro pro Liter Diesel auf den Kanaren bezahlt, was dann später auf über 2 Euro in anderen Ländern hochging. Und insgesamt haben wir fürs Tanken 5.460 Euro gezahlt. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Mautgebühren hatten wir in Frankreich, in Spanien, in Portugal, in Norwegen, in Dänemark, da waren es die Brücken. In Irland und auch in Marokko. Wir persönlich finden in Frankreich die Maut immer am teuersten und wenn zeitlich passt, versuchen wir sie auch immer zu umfahren. Und insgesamt waren das 460 Euro an Mautkosten. Wir sind 12-mal mit einer größeren Fähre gefahren. Die teuerste Fähre war von Gran Canaria nach Huelva. Die ging einfach 32 Stunden und hat 1.420 Euro gekostet. Die zweiteuerste Fähre war die Fähre hin auf die Kanaren mit Amas für 790 Euro. Die ging auch 32 Stunden und falls ihr euch erinnert, das war der absolute Horrortrip für uns. Das ist echt viel Geld, aber es muss auch nicht immer so teuer sein. Ihr spart grundsätzlich bei längeren Fährfahrten eine Menge Geld, wenn ihr eine Kabine ohne Fenster nehmt. Oder wenn ihr gar keine Kabine nehmt. Da muss man halt wissen, was einem wichtiger ist. Und wenn ihr eine Kabine haben wollt, könnt ihr auch Geld sparen, wenn ihr euch eine Kabine mit Freunden teilt. Da wir erfahrungsgemäß immer eine Viererkabine bekommen haben, obwohl wir für 2 Personen gebucht haben. Und diese könnte man sich dann perfekt mit Freunden teilen. Die Fährtickets haben wir beim Fähranbieter selbst gekauft. Da waren sie immer am günstigsten. Die anderen 10 Fähren, die wir genommen haben, haben zwischen 71 und 320 Euro gekostet. Und insgesamt kommen wir auf 4.040 Euro an Fährkosten. Wie ihr wisst, kochen wir sehr gerne und verpflegen uns hauptsächlich selbst. Zu den Lebensmitteln gehört übrigens alles, was wir im Supermarkt oder im Discounter kaufen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass wir wirklich das kaufen, worauf wir Lust haben. Wir leben sonst relativ sparsam, aber essen das, worauf wir Lust haben. Das ist wirklich ein Luxus, den wir uns gönnen. Insgesamt haben wir 4.020 Euro pro Person für Lebensmittel ausgegeben, was übrigens 11 Euro pro Person pro Tag sind. Apropos Kochen, unser Kühlschrank hat neulich den Geist aufgegeben und als wir dann bei Instagram meinten, dass wir unsere Smoothie-Bowl morgen vermissen, habt ihr uns Oatsum empfohlen. Der Hammer. Die haben nämlich nicht nur richtig geile Smoothie-Bowls als Trockenmischung, die man einfach nur mit Wasser anrühren muss, also super einfach zuzubereiten, sondern auch richtig geiles Porridge, Crunchy-Topping für obendrauf und richtig leckere Aufstriche, die wir auch immer noch oben drauf tun. Für Jan gibt es seine Lieblingssorte Strong Peanut und für mich natürlich Alice im Bärenland. Hier mischen wir nur diese Trockenmischung mit etwas Wasser, warten kurz, etwas Crunchy Topping on top, oh, und noch Happy Hazel Spread. Und innerhalb einer Minute haben wir ein Frühstück aus 100% natürlichen Zutaten. Perfekt, wenn schnell und einfach, aber gesund und lecker sein soll. Ich kann es mir einfach auch voll gut vorstellen, wenn man in die Uni geht, zur Arbeit oder auch wie wir am Reisen ist. Und dann einfach nur eine Trockenmischung und Wasser braucht. Mmh. Einfach nur 10 von 10. Müsst ihr probieren. Sorry. Und mit Travel 10 spart ihr 10% auf eure Bestellung bei Oatsum. Ihr könnt hier einfach den QR-Code scannen oder ihr findet den Link in der Beschreibung. Probieren lohnt sich. Wir kochen zwar super gerne selbst und das schmeckt auch immer richtig, richtig gut, aber natürlich gehen wir auch gerne essen. In Marokko zum Beispiel war Essen gehen richtig günstig, wohingegen in Norwegen oder auch in Irland das Essen gehen echt teuer war. Und fürs Essen gehen bzw. für Restaurants haben wir 1.460 Euro pro Person ausgegeben, was 4 Euro pro Person pro Tag sind. Wir hatten in dem Jahr 2 Airbnbs für kurze Zeit gemietet. Davon war eines sogar ein Tiny House. Wir wollen ja später selbst mal ein Tiny House haben. Und dann wollten wir das Ganze einfach mal ausprobieren. Für 5 Nächte Airbnbs haben wir insgesamt 660 Euro gezahlt. In dem kompletten Jahr standen wir 68 Nächte auf Campingplätzen. Der teuerste Campingplatz war in Dänemark für 46,36 Euro die Nacht. Und der günstigste Campingplatz war in Marokko für 3,62 Euro die Nacht. Insgesamt haben wir für Campingplätze 1.200 Euro ausgegeben. Das sind so im Schnitt 18 Euro pro Nacht. Die restlichen 292 Nächte standen wir frei in der Natur für 0 Euro. Hätten wir diese 292 Tage auf einem Campingplatz gestanden, haben wir mal ausgerechnet, hätten wir mit dem Durchschnittspreis von den Campingplätzen, auf denen wir standen, einfach ganze 5.150 Euro für den Zeitraum gezahlt. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben diese 5.150 Euro gespart.
Am leichtesten war das Freistehen übrigens auf Fuerteventura oder auch in Schweden. Am schwierigsten auf jeden Fall in England und Wales, da gibt es fast überall Höhenbegrenzungen. Ich muss dazu sagen, es ist aber trotzdem eigentlich in jedem Land möglich, solange man sich an die Regeln hält. Wir, Klopf auf Holz, haben zum Glück auch noch nie Probleme gehabt oder eine Fein bekommen. Mobiles Internet ist super, super wichtig für uns. Wir brauchen es einfach zum Arbeiten und deswegen fällt dieser Punkt etwas teurer aus als bei den meisten. Wir kaufen uns dafür im jeweiligen Land direkt eine SIM-Karte, wenn wir ankommen, mit genug Internet und packen die bei uns im WLAN-Router. Und dann haben wir richtig gutes WLAN, wie man das zu Hause auch hätte. Um euch mal ein Beispiel zu nennen, wir sind gerade in Spanien. Wir haben eine SIM-Karte von Vodafone mit 190 GB Internet für 40 Euro. Und zum Beispiel in Irland hat man für 20 Euro Unlimited Internet bekommen. Ja, und insgesamt haben wir für mobiles Internet 610 Euro ausgegeben. Reparaturen hatten wir zum Glück so gut wie keine. Klopf auf Holz erneut. Einmal war ganz MacBook kaputt und dafür mussten wir 550 Euro blechen. Sonst zum Glück nichts. Das Einzige, was wir da nennen können, ist die Inspektion von Maya. Die hat uns 720 Euro gekostet. Und sonst mussten wir nur zwei Glühbirnen auswechseln. So haben wir insgesamt 1280 Euro an Reparaturkosten gehabt. Parken mussten wir eigentlich recht wenig zahlen, außer in Großbritannien und in Irland. Da mussten wir für fast jede Sehenswürdigkeit oder für jeden Strand, den man sich angucken oder wo man einfach chillen wollte, Parken bezahlen. Das Bezahlen ging eigentlich immer mit Karte oder per App und insgesamt waren das 94 Euro. Zum Hochzeitstag waren wir beide das erste Mal in unserem Leben im Disneyland Paris, haben uns da auch immer den Fastlane-Pass gegönnt und somit kamen wir auf 271 Euro pro Person für diese zwei Tage dort. War das Disneyland echt so teuer? Ja, krass, ne? Ansonsten haben wir was richtig Schönes gemacht und zwar sind wir mit einem Oldtimer durch Paris gefahren, waren auch auf dem Eiffelturm ganz oben oder hatten uns alte Schlösser angeguckt, waren beim Caminito del Rey, das war krass und vieles mehr. Insgesamt haben wir somit für Touren und Eintritte 580 Euro pro Person gezahlt, die sich auch gelohnt haben. Wäsche waschen kann man eigentlich überall in Laundries, also in Wäschereien oder auf Campingplätzen. Nur in Marokko oder in Schweden gab es irgendwie keine Laundries. In Irland, Portugal und in Frankreich und in manch anderen Ländern kann man sogar bei Tankstellen oder bei Supermärkten Wäsche waschen. Dort brauchen wir eigentlich nie Waschmittel, das ist meistens inklusive und man kann immer mit Karte zahlen. Auf Campingplätzen ist das wiederum anders, da braucht man oft Bargeld und auch Waschmittel. Insgesamt haben wir für Wäsche waschen 275 Euro gezahlt. Wir waren insgesamt dreimal beim Arzt und das kostet leider Gottes ja auch Geld. Wir haben die Erfahrung gemacht, warum auch immer, kostet es bei uns immer pauschal 200 Euro. Jan hat sich zum Beispiel einmal den Finger geschnitten, dann hatte er noch einen Surfunfall, was sogar genäht werden musste. Insgesamt hatten wir dann 370 Euro pro Person an Arztkosten. Wir haben euch die Kosten ja zwar genannt, das Ding ist, wir haben die Kosten aber zurückerstattet bekommen, zum Glück. Wir haben nämlich eine Auslandskrankenversicherung, wo dann solche Sachen abgedeckt sind. Trotzdem haben wir die Kosten erwähnt, weil sie ja anfallen und man es ja vorstrecken muss und nicht jeder hat unbedingt eine Auslandskrankenversicherung. Seitdem wir Vanlife machen, habe ich ein neues Hobby und Marie tastet sich auch langsam heran. Und zwar ist es das Surfen und das ist bei uns ein großer Kostenfaktor. Und außerdem zählt auch alles dazu, was mit Surfen zu tun hat. Das könnte zum Beispiel sein, Wetsuit ausleihen, Surfboards ausleihen, Wetsuits kaufen oder auch ein Surfboard mit Tasche kaufen oder Surfstunden in solchen Surfparks oder dass wir uns zum Beispiel ein Surfskate gekauft haben oder auch Surfskate-Unterricht hatten. Also das sind so viele Kleinigkeiten. Ein neuer Wetsuit kostet zum Beispiel 200 bis 300 Euro. Ein neues Surfboard kann 200 Euro kosten, kann aber auch 500 Euro kosten. Das Surfskate hat zum Beispiel fast 250 Euro gekostet und so summiert sich das Ganze. Lohnt sich aber auf jeden Fall, ist ein richtig geiler Sport und ein richtig cooles neues Hobby. Und insgesamt haben wir dafür 850 Euro pro Person ausgegeben. Zu Sonstiges zählt alles, was jetzt keine Zuordnung hat, also alles, was wir jetzt nicht extra auflisten wollten. Das sind zum Beispiel Baumarktbesuche, Spa-Besuche, Friseur, Klamotten, Autowaschen, Fitnessstudios und so weiter. Also einfach alles andere und somit hat uns Sonstiges 1160 Euro pro Person gekostet. Dann haben wir natürlich neben den ganzen variablen Kosten auch noch Fixkosten, wie zum Beispiel Abos von Netflix, Disney+, Spotify oder auch Kfz-Kosten, wie den ADAC, die Wohnmobilversicherung, die kostet knapp 600 Euro im Jahr oder auch andere Versicherungen, wie unsere Auslandskrankenversicherung und noch andere Kleinigkeiten. Und das sind jeden Monat bei uns 157 Euro pro Person. Um unsere Vanlife-Reise, unser Vanlife-Leben hier überhaupt machen zu können, brauchen wir natürlich eins: einen Van. Wir haben ja unsere Maya und die haben wir komplett selbst ausgebaut. Das Ganze hat uns knapp 60.000 Euro gekostet. Und diese Kosten müssen wir natürlich auch berücksichtigen, um ein komplett transparentes Bild zu erzeugen. Wir finden, das ist fast gleichzusetzen mit Miete, hätten wir jetzt eine Wohnung. Ja, und somit beträgt die monatliche Abschreibung 750 Euro.
Und somit kommen wir auf 21.870 Euro pro Person fürs erste Jahr Vollzeit Vanlife, was 1.820 Euro pro Person pro Monat sind, was 61 Euro pro Person pro Tag sind. Und was uns jetzt interessieren würde, hättet ihr mit mehr oder mit weniger gerechnet? Schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare.